Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer. Hallo. Dankeschön. Vielleicht geht es Ihnen zu Hause auch so. Fragen Sie sich manchmal, wird sich die Haltung der katholischen Kirche, Dankeschön, zur Sexualität allgemein, zur Homosexualität und zum Zölibat jemals ändern? Das Kreuz mit dem Sex, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und bei uns ein Mann, ja, der die Flucht nach vorne angetreten ist, denn es ist noch nicht lange her, da erschütterte eine Pressekonferenz den Vatikan wie ein Erdbeben und machte Schlagzeilen weltweit. Oktober 2015. Im Vatikan treffen sich der Papst und die Bischöfe der Weltkirche zur sogenannten Familiensynode. Drei Wochen lang beraten sie über den Kurs der katholischen Kirche. Es geht um Familie, Ehe und die kirchliche Sexualmoral. Einen Tag vor Beginn sorgt ein ranghoher Mitarbeiter im Vatikan für Aufsehen. Krzysztof Karamsa prangert die Kirche öffentlich für ihre Doppelmoral an. Der Priester bekennt sich zu seiner Homosexualität und stellt seinen Lebenspartner vor. Die Reaktion des Vatikans: nur wenige Stunden später wird Karamsa suspendiert und von all seinen Ämtern enthoben. Und genau diesen Priester begrüßen wir heute im Nachtcafé. Herzlich willkommen, Krzysztof Karamsa. Hallo. 12 Jahre lang waren Sie Mitglied der Glaubenskongregation im Vatikan. Bis zu Ihrem Coming-out im Oktober im Nachtcafé äußern Sie sich zum ersten Mal ausführlich zu Ihren Beweggründen. Herzlich willkommen nochmal, Krzysztof Karamsa. Außerdem in unserer Runde Stefan Hartmann. Sie haben als Pfarrer öffentlich den Zölibat kritisiert, aus einer eigenen Erfahrung heraus. Vor genau 2 Jahren bekannten Sie sich hier im Nachtcafé zu Ihrer unehelichen Tochter. Inzwischen haben Sie sich auch noch verliebt, sind vom Dienst suspendiert und leben offen in einer Beziehung mit der Frau, die heute auch mitgekommen ist. Herzlich willkommen, Stefan Hartmann und Sandra Dorn. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Als Neunjähriger haben Sie, Marco Palmiro Stob, erfahren, Sie sind der Sohn eines katholischen Pfarrers, der eine heimliche Beziehung zu Ihrer Mutter hatte. Wie das bis heute Ihr Leben beeinflusst und ob Sie Ihren Vater jemals kennenlernen durften, erfahren wir heute von Marco Palmiro Stob. Herzlich willkommen. Was kann passieren, wenn Menschen, insbesondere Männer, ihre Sexualität aufgrund eines Keuschheitsgelübdes dauerhaft unterdrücken, Rotraud Perner? Sie sind Sexualforscherin und Psychoanalytikerin. In ihre Praxis kommen nicht nur betroffene Priester, sondern auch deren Opfer. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, Professorin Rotraud Perner. Ebenso freue ich mich auf Hans-Jochen Jaschke. Sie sind Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz und gelten in Ihren Reihen eher als reformbereit. Aber wird sich die Haltung Ihrer Kirche zur Homosexualität und zum Zölibat jemals ändern? Das fragen wir Weihbischof Hans-Jochen Jaschke. Herzlich willkommen. Und außerdem bei uns im Nachtcafé Andreas Englisch, Journalist, langjähriger Vatikan-Experte. Sie haben einen Eindruck davon, was hinter den heiligen Mauern in Rom vor sich geht. Wir sind gespannt auf Ihre Einschätzung. Herzlich willkommen im Nachtcafé, Andreas Englisch. Herr Englisch, ich hab gerade gesagt, seine Pressekonferenz im Oktober, das war ein Erdbeben. Hatte das diesen Stellenwert aus Ihrer Beobachtung? Ja, es war. Ich meine, der Witz war, Monsignor Karamsa war ja nicht irgendwer. Das passiert alles Mögliche. Aber dass ausgerechnet jemand aus der Doktrinalsektion, der Glaubenskongregation, also das ist die Elite der Elite der Elite, das sind die, die darüber wachen, dass auch alles immer alles schön in Ordnung ist mit dem Glauben. Also die sind ja die, die darüber wachen, dass alles okay ist. Das ist ja nicht irgendjemand, der in irgendeiner, verstehen Sie, in irgendeiner Abteilung arbeitet, sondern das ist die absolute Speerspitze der katholischen Kirche. Und ich kannte ihn auch. Also ich kannte die Kongregation. Also ich hatte, war mit Leveda da gewesen. Also ich hatte seinen Mitarbeiter, Herrn Geisler. Die waren zusammen Kollegen. Ich wusste, als dass jemand aus der Glaubenskongregation und dann auch noch einer Glaubenskongregation, wo der Chef Gerhard Ludwig Müller ist. Also ein extrem Erdbeben. Ja, Erdbeben total. Wir waren völlig aus dem Häuschen. Das war ein einziger Hühnerstall, der durcheinander lief. Weil das war die Geschichte. Das war zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt Synode. Alle sind in Rom.
Alle Augen gucken, darum es geht in der Synode um die Frage von Familie und auf einer gewissen Art und Weise auch um Sexualität. Und dann gibt es so eine Pressekonferenz, das war wie ein gefundenes Fressen, das war wie Weihnachten und Ostern am gleichen Tag. Also Sie eifern sich auch immer noch, ne? Das ja, klar. Direkt, also, das ist noch da. Herr Jaschke, so ein Schritt zu sagen, ich gehe mit meiner Liebe nach draußen, ist das auch ein mutiger Schritt? Verdient er auf eine Art auch Respekt? Also jeder Mensch verdient Respekt, so wie er ist. Unser neuer Papst, von dem wir alle ja sehr angetan sind, wurde einmal gefragt zu allen möglichen Sexualthemen. Und dann sagt er, ich nehme die Menschen ernst. Das muss die erste Voraussetzung sein. Und wir müssen einander ernst nehmen, so wie wir sind. Auch mit den Schritten, die wir gehen. Wenn wir ein bisschen länger reden würden, würde ich sagen, sowas kann man etwas diskreter machen. Und Sie haben ja mal als reifer, erwachsener Mann versprochen, den Zölibat zu halten. Und wenn man es dann nicht schafft, dann kann man eigentlich auch andere Wege finden, das etwas eleganter und menschlicher zu lösen. Aber Sie haben diesen Knalleffekt gesetzt, Respekt, okay, ich werde Sie nicht verurteilen, ich bin ein freundlicher Mensch, ich respektiere Sie, Sie mich vielleicht auch, wir können gar nicht anders, Peplin ist mir auch nicht so ganz unbekannt, das ist ja klar. Ja, und ich muss mal sehen, wir müssen sehen in dieser Runde, wie wir beides miteinander ausgleichen. Den Respekt voreinander, die Bereitschaft, wirklich menschengerecht zu werden, barmherzig zu sein, wie der Papst das will. Und trotzdem zu sehen, Mensch, was meint eigentlich biblisch-christliche Sexualmoral? Und da bin ich überzeugt, das ist nicht so verkehrt, aber darüber reden wir noch. Herr Jaschke, Sie haben ein Glück, Sie haben gerade so beiläufig gesagt, wenn wir länger reden können. Wir können länger reden, wunderbar. Wir haben 90 Minuten und wir wollen auch nicht nur über Sie reden, sondern auch mit Ihnen natürlich, Herr Karamsa. Ich muss dazu sagen, wir wollen Sie kennenlernen. Sie sind Pole, sind lange im Vatikan gewesen, deshalb übersetzen wir Sie auch aus dem Italienischen. Aber steigen wir mal mit Ihnen persönlich ein. Was ist das Schöne an einer Liebesbeziehung? Ich glaube, die Freundschaft der Liebe. Es ist also eine Beziehung, wo zwei Menschen sich gegenseitig dienen und nicht der eine über dem anderen steht. Ich glaube, zumindest in meiner Liebesbeziehung, ist es so, dass ich einen Lebensgefährten gefunden habe, mit dem ich das ausprobiert habe, was ich eigentlich theoretisch im Christentum gelernt habe. Ne? Wir stehen nicht übereinander, sondern wir müssen schaffen, das, was Freundschaft heißt. Und damit wir Ihren Lebensgefährten und Sie ein bisschen näher kennenlernen können, was lieben Sie an Ihrem Partner, an Eduardo? Amo la sua umanità. Seine Menschlichkeit liebe ich besonders. Amo, la sua serietà. Seine Ernsthaftigkeit und seine Kraft. Also, vor allem liebe ich das, was er gezeigt hat, als ich mein Coming-out machte. Wie Herr Englisch schon sagte, ich war bei der Inquisition im Grunde genommen. Ich stand davor. Es ist ein altes Wort, aber in der Wirklichkeit fasst es die Realität von heute zusammen. Inquisition. Ich war Inquisitor. Und vor mir gab es dagegen auch einen Schritt, den ich machen musste. Denn ein Schwuler, der sich outet, das ist ein harter Schritt, das können Sie mir glauben. Denn es ist eine Gesellschaft, die homophob ist. Und Eduardo stand damals neben mir. Er war der Einzige, der neben mir stand. Und das ist vielleicht die Erfahrung, die ich am meisten an diesem Menschen Eduardo liebe. Sie haben gesagt, es ist ein enormer Schritt in Ihrer Situation, diese Pressekonferenz zu führen und mit Ihrem Coming-out nach außen zu gehen. Ich glaube, das können wir so richtig nur nachvollziehen, wenn wir mehr über Sie erfahren und auch mehr über den Vatikan und die katholische Kirche erfahren. Seit wann wissen Sie, dass Sie schwul sind? Da sempre. Seit immer. Als ich jung war, als ich als Junge meine Sexualität entdeckte und anfing zu experimentieren, dann sucht er nicht nur sexuelle Anziehung, Erotik, sondern die Liebe eines anderen Menschen. Das ist das, was er sucht. Und mein Wunsch nach Lieben ging nicht in Richtung einer Frau, sondern ich spürte, dass ich einen Mann
Liebe. Ich habe seit immer gewusst, dass ich schwul war, aber ich habe es nie akzeptiert für mich selbst. Und das ist eine Erfahrung, die ich heute als sehr hart einstufen würde. Weil ich frage mich das auch, Sie sind in einer gläubigen Familie groß geworden. Ja. Und der Glaube war auch für Sie sehr schnell wichtig. Ja. Wie ist das, wenn man aufwächst, eigentlich von vornherein weiß, ich bin schwul, aber der Glaube, mit dem ich mich identifiziere, ja, Ihnen sagt, das geht aber nicht, das soll nicht sein? Ich war seit immer schwul, ich wusste seit immer. Und ich wusste auch immer, dass ich Priester sein wollte. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben riesige Konflikte gesehen, eine Enteignung, eine Enteignungsarbeit, fast eine schizophrene Arbeit, dass man Homosexualität ablehnt, dass man das nicht akzeptiert, dass man sie zurückweist, dass man sie eliminiert. Ich wusste, dass man, wenn man homosexuell ist, wurde uns gesagt, das ist etwas Schmutziges, was Schlechtes, Pathologisches, es ist krank. Das war eigentlich alles, was mir eingetrichtert wurde. Aber haben Sie sich dann geschämt? Was ist dann in Ihnen vorgegangen? Haben Sie sich Ihrer Homosexualität geschämt? Ja, klar. Nicht nur geschämt. Es ist ein richtiger Komplex, den einer mit sich, in sich trägt. Und natürlich auch mit Scham vor sich selbst. Ein ständiges Auseinandersetzen, sich selbst zu überzeugen, dass das nicht stimmt, was zu meiner Persönlichkeit gehört. Aber erklären Sie mir noch eins. Sie sind schwul, Sie sind auch gläubig. Sie entscheiden sich dann, Priester zu sein. Warum ausgerechnet eine Lebensaufgabe in einem System, das Sie ja ablehnt? Viele Schwule in der Vergangenheit wurden Priester, um sich in der Gesellschaft zu realisieren, die eigentlich homophob war. Und Priester sein und nicht verheiratet zu sein, da konnte man das sehr gut verstecken. Man konnte sich aber trotzdem realisieren, anderen Gutes tun. Ich hatte dieses Gefühl nicht. Ich wollte mich nicht verstecken. Als Priester wollte ich mich auch als schwul outen können und zeigen können. Es ist keine Priorität der Heterosexuellen. Aber ich fühlte das einfach als eine Berufung, gay zu sein, schwul zu sein. Das war für mich wichtig. Das war ein sensibler Aspekt für einen homosexuellen Menschen. Aber über viele Jahre habe ich diese Identität von mir nicht akzeptiert. Ne? Es ist etwas, was in mir steckt. Es ist nicht hinzugekommen. Frau Perner, Sie haben ja gerade angesprochen, es gibt unterschiedliche Motivationen, warum Homosexuelle sagen, ich werde jetzt ausgerechnet Priester. Sie haben auch viele Priester kennengelernt, auch homosexuelle Priester. Welche Gründe gibt es, gerade diesen Weg einzuschlagen? Also das Ganze ist ja nicht so eine einfache Antwort von A zu B. Da spielen viele Motive mit. Und natürlich gibt es Menschen, die Priester oder auch Ordenspriester werden wollen, in der Hoffnung, dass sie dann mit ihrer Sexualität keine Probleme haben. Also indem man sie unterdrückt? Das ist ein Teil, die gibt's. Ja. Aber Herr Karamsa, Sie haben ja auch gesagt, selbst wenn Sie mit dieser Liebe, die Sie da so beschreiben, in dieses Amt auch gegangen sind, Priester geworden sind, Sie beschreiben gleichzeitig, dass Sie auch Homophobie erlebt haben. Das müssen Sie jetzt mal konkret machen und uns beschreiben. Wie sah Homophobie im Alltag aus? Guardi. Sehen Sie, in realtà, die Art und Weise, wie Homophobie in der katholischen Kirche existiert, besteht an erster Stelle aus Angst von Homosexuellen. Es ist aber auch eine Art Hass, Ablehnung, Stigmatisierung oder Ausgrenzung, um Worte von Papst Franziskus zu verwenden. Also Diskretion, ne, ist sich verteidigen, vor denen wir Angst haben. Und sehr oft sind die Opfer dieser Gewalt, die merken das gar nicht, was eigentlich vor sich geht.
Es ist unsichtbar. Es ist etwas sehr schwierig zu fassen. Es ist sehr viel einfacher, Homophobie als auch physische Gewalt in einer islamischen Welt beispielsweise darzustellen. Es ist sehr viel schwieriger, Homophobie zu erfassen, die viele symbolische Homophobie als symbolische Homophobie bezeichnen. Ne? Es ist ein Mensch, der eigentlich der Mehrheit unterworfen werden muss. Und er muss sich minderwertig fühlen. Ich fühlte mich mein ganzes Leben lang ein Kranker, ein Minderwertiger. Es ist unvorstellbar. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich zu Gott gebeten, wie viel ich zu Gott gebetet habe, um mich von dieser Krankheit zu befreien, diesen Ekel von mir wegzunehmen. Denn ich empfand das als etwas Schmutziges. Ich war schmutzig, fühlte ich. Wenn Sie das so sagen, wie viele der nach außen homophoben Priester sind denn selbst schwul? Sehr viele Priester, die schwul sind, sind auch homophob. Und ich muss sagen, dass sie auch irgendwo zu rechtfertigen sind in vielen Fällen. Denn das ist eine Art, sich zu verteidigen mit Überhomophobie. Die eigene Situation, das eigene Leiden, innerliche Leiden im Grunde genommen zu entgegenzuwirken, ne, wie ja die Maske. Auch, sie haben ja auch an Erlassen mitgearbeitet, die gegen Homosexuelle gerichtet waren, gegen das Recht, Priester zu werden. Wie konnten Sie das mit Ihrer Einstellung vereinbaren? Mit ihrem Selbst Ich arbeitete in der Kongregation im doktrinalen Teil, nicht im disziplinären Teil. Ich arbeitete im Teil der Kongregation, wo ich manchmal dachte, ja, arbeiten wir für Gott, für Christus oder nur irgendwo an Homosexualität? Also diese konstante Sorge der Glaubenskongregation, Das war eigentlich Homosexualität. Eine wahre Paranoia war das. Und ich benutze dieses Wort, wie man in den 70er Jahren auch in der zivilen Gesellschaft verwendet. Eine Anti-Schwul-Paranoia. Also ein ständiges Verfolgen sämtlicher Themen und Menschen, die mit Homosexualität irgendwie verbunden sind. Homosexualität wird nicht studiert in der Kirche, soll nicht verstanden werden, soll nicht angenähert werden. Das ist die Sünde, diese Krankheit, von der man noch nicht mal den Namen verwendet. Wir dürfen sie noch nicht mal nennen. Sie wissen, dass im Dekret, das ich von meinem Bischof bekommen habe, wird das Wort Homosexualität, kommt da drin nicht vor. Ne? Es besteht nur die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Also das war schon für mich eine Erfahrung, die im Prinzip als eine Art Farce verstand. Aber nach und nach entdeckte ich dann, dass meine Arbeit nichts auf biblischen Argumenten stützt oder auf christlicher Tradition, sondern es stützt sich auf eine Philosophie, die sehr viel christlicher ist, es eine politische Wahl ist, eine Möglichkeiten bieten, also auf eine politische Sehensweise, die zum jetzigen Zeit in der jetzigen Zeit sind die wahren Feinde der Menschheit angeblich die Schwulen wie früher die Juden, ne? Eine Minderheit, die man auf Abstand halten soll. Können Sie das nachvollziehen? Ist das auch Ihre Beobachtung, dass es viele Homosexuelle gibt in diesen Kreisen, die gleichzeitig aber auch ganz anders agieren nach außen hin? Also ich möchte erst mal eine Sache zu der Pressekonferenz sagen. Da kommen wir gleich auch noch hin. Weil ich fand, das war ein ganz toller Satz, als du damals gesagt hast, es gibt in dieser Zeit islamische Staaten, da werden homosexuelle Menschen umgebracht, die werden von den Dächern geworfen. Das war so ein Satz. Und das Zweite, was ich toll fand, dieser Papst, Franziskus, hat nach der Brasilienreise gesagt, wer bin ich, es einen Homosexuellen zu verurteilen, der Gott sucht. Ja. Also ich glaube, das war ein riesen Fortschritt in der katholischen Kirche. Aber zur Frage zurückzukommen, ich mache das seit fast 30 Jahren. Mhm. Ich habe in Rom
Unmengen junger, Mittelalter, älterer Priester kennengelernt. Und natürlich sind viele von denen auch homosexuell, klar. Das merkt man ganz schnell, das dauert nicht lange. Sie nicken, Herr Jaschke, Sie würden das auch so bestätigen. Aber ich habe kein Problem damit, ich habe kein Problem mit einem homosexuellen Priester. Wenn ich zu Wort komme, sage ich... Entschuldige, kurzer Einschub, genau. Er ist schon wieder im Leidenschaftsmodus. Klar, okay. Ja, soll er sein, natürlich. Ja, ja. Also ich respektiere Ihren Schritt und für Sie war diese Art von Coming-out wahrscheinlich notwendig. Ich sage weiter, wir müssen einen unverkrampften Umgang mit Homosexualität auch in der katholischen Kirche, auch in der Gesellschaft finden. Die katholische Kirche ist ein Teil der Gesellschaft. Und wenn ein Priesterkandidat sagt, ich kann meine Homosexualität damit abkneifen, unterdrücken, wenn ich Priester werde, dann ist das totaler Unsinn, dann wird er ganz bitter scheitern. Ich selber war Ausbilder für Priester jahrelang und wenn wir sowas mal, ja, man kann natürlich keinem Menschen ins Herz schauen und man darf eben nicht da so zu intensiv auf die Zähne fühlen, aber wenn so etwas zu vermuten war, mussten wir immer sagen, bitte, lieber Freund, tu es nicht, du wirst unglücklich damit. Mhm. Also nochmal, ein offener, offensiver Umgang mit Homosexualität, ja? Also dass die katholische Kirche sagt, eine gelebte Homosexualität in einer Partnerschaft für einen Priester, der zölibatär leben soll, die können wir natürlich nicht gut akzeptieren. Aber wenn sie nicht heiraten sollen und das Versprechen nach langen Jahren, ich heirate nicht, dann gehen sie auch keine Homopartnerschaft ein, eine eheähnliche Partnerschaft. Von der Partnerschaft ja. Jetzt mal abgesehen, aber zu dem offenen Umgang gehört ja auch, würden Sie erst mal bestätigen, das, was Herr Englisch sagt, dass es einfach viele Homosexuelle gibt, auch unter Priestern? Natürlich gibt es die. Wahrscheinlich unter Bischöfen, unter Päpsten, unter Männern generell. Mhm. Die Jugendlichen sagen ein bisschen bi, schadet nie. Also der Mensch ist durchaus auch... Ja, eine Gesellschaft, in der viele der Männer zusammen sind, zieht sich lange Kleider an. Das ist doch vollkommen klar, dass da ja, viele Leute sind, die ja homosexuell sind. Also ja, ich finde das jetzt nicht so rätselhaft. Aber ich möchte das nur auch mal offen ausgesprochen. Ja, klar. Ja, muss nur meinem Freund Andreas Englisch widersprechen. Wir sind keine homosexuelle Bande, die in Frauenkleidern rumläuft. Ich habe nicht gesagt, ihr seid eine Bande. Nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe nur gesagt... Wir sind in gewisser Weise asexuell. Das ist aber auch nicht ganz gut, das wird die Psychologin sagen. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Der Mann ist entweder... Ja. Was sagen Sie dann? Wir sind hetero sexuell. Oder homo, also ja? Sie würden auch sagen, Sie sind hetero oder homo, sexuell. Ja, und nicht irgendwas. Ja, und es gibt Felder, wo sich beides überschneidet, mischt und so weiter. Ich habe einmal einen Therapie gehabt, der hat mir gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich homo oder heterosexuell bin. Ja. Die Frage habe ich mir nie stellen dürfen. Das habe ich nie herausfinden dürfen. Und ich denke, das ist natürlich die Gefahr, wenn man schon sehr jung ins Priesterseminar kommt, dass man dann eine bestimmte Ideologie vermittelt bekommt, die heute halt kritisiert wird. Vor allem deswegen, weil sie ja nicht jesuanisch ist, sondern erst 11. 12. Jahrhundert. Sie meinen jetzt den Zölibat? Ja, aber, ja, auch, aber die dazugehörige, dazugehörige Ideologie. Weil beim David findet man auch seinen liebsten Freund und so weiter. Und was jemand hineininterpretiert, sagt mehr über die Person, die interpretiert, als das, was in der Schrift steht. Frau Perne, die jungen Leute sind alle über 20, wenn sie ins Seminar kommen. Sie haben etwa 6 Jahre lang eine ganz normale Ausbildung mit vielen Aspekten, auch mit Psychologie und so weiter, mit Selbstfindung. Also, dass einer da so rein taumelt heute, das ist eher die große da Ausnahme. Da widerspreche ich Ihnen. Heute, Herr Weihbischof, mit meinem großen Respekt, ich habe ein Problem mit dieser Perspektive. Se ai giovani gays... jungen Schwulen gesagt werden muss, dass sie kein Priester sein dürfen, dann können wir das Gleiche natürlich jungen Heterosexuellen sagen. Denn dahinter würde eine Sehensweise über Homosexualität stehen, wonach ein Schwuler unreif ist und seine sexuellen Gefühle nicht unter Kontrolle hat. Ich war das mein Leben lang und ich habe das Zölibat so gelebt, wie die Kirche das von mir verlangte. Es war vielleicht nicht gut, aber ich konnte einen Großteil meines Lebens danach leben. Meine Liebesgeschichte hat
hat nichts mit meinem Coming Out zu tun. Das ist, gehört zu meinem Leben. Mein Liebesleben kommt irgendwie aus dem Nachdenken über das Zölibat hervor. Aber seit 2005 haben wir in der Kirche ein Dokument, das es Homosexuellen verbietet, Priester zu sein. Sitzenden Homosexualität ist es nicht angeraten, dass sie Priester werden. Bei einer, ich will das Dokument nur richtig benennen, das müssen Sie kennen. Bei einer tief sitzenden, ausgeprägten, eindeutigen Homosexualität möchten wir es nicht. Aber gibt es denn das klingt auch wieder so rigoristisch. Gibt es denn eine locker sitzende Homosexualität? Nein. Also... Steinbrecher, der Gegensatz zu tief ist nicht locker. Ja? Nein, nein, tief ist oberflächlich. Ja? Aber Menschen haben in sich verschiedene Tendenzen und es gibt Prägungen, die nicht so ganz massiv eindeutig sind und es gibt offene Prägungen. Manche Prägungen treten auch erst hervor in einem Leben. Die Glaubenskongregation hat in dem Dokument, das er anspricht, gesagt, tief verwurzelte. Und die Regenten, also die Theologenausbilder, gehen damit sehr klug um und sie versuchen, das mit den Betroffenen so zu lösen und zu klären, wie es ihnen entspricht. Ja. Aber ich will nicht sagen, generell dürfen Homos keine Priester werden. Das wäre ja eine Benachteiligung. Nein. Aber wir wollen als katholische Kirche auch nicht einen Klerus haben, der zu stark dominiert ist von homosexuellen Männern. Der Männerklerus ist schon schlimm genug. Und wenn es nun auch Sie haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich gehe damit an die Öffentlichkeit, gemeinsam mit Ihrem Partner Eduardo. Ich mache nicht mehr weiter so, wie es war. Was war das Entscheidende, dieser entscheidende Impuls, dass Sie gesagt haben, ich gehe raus? Was sollte Ihre Botschaft damit sein? Was für mich entscheidend war, war der Moment in meinem Leben, als ich verstand, dass ich in einer großen Lüge lebe von meiner Kirche. Große Lüge, die ich weiterleben muss über meine Persönlichkeit, nicht über Gott, sondern über mein Menschsein. Und als ich entdeckte, dass ich im Grunde genommen unter dieser Lüge lebe, habe ich gedacht, ich bin in einem geistigen Gefängnis. Ich kann nicht mehr weitermachen. Ich kann nicht mehr als Priester weitermachen. Nicht, weil ich schwul bin. Nicht deswegen. Weil meine Kirche paranoisch ist. Sie ist besessen von einem Kampf gegen Schwulen. Und Stereotyp davor geht. Dass man Schwule als Personen ansieht, die nichts wissen, die nicht richtig sind. Jeden Tag musste ich hören, Schwulsein ist eine Krankheit. Schwulsein bedeutet, sich nicht der Gesellschaft, der normalen Gesellschaft anpassen können. Schwulsein bedeutet, man ist nicht in der Lage zu lieben. Du kannst nur an Sex denken, an Sexualität denken. Aber ich wollte keinen Sex, ich wollte Liebe. Und mein Lebenspartner beim Coming Out präsentieren, galt natürlich auch meiner intellektuellen Überlegung. Ne? Ich präsentiere einen Menschen, den ich liebe. Ich bin kein Sexbesessener. Ne? Das könnte ich, wenn ich solche Momente suche, das könnte ich das auch im Vatikan machen, wie viele Kollegen das tun. Natürlich versteckt. Und natürlich mit einer guten Rente und Pension dann später leben können. Nein, ich wollte den anderen lieben. Und meine Kirche hat im Grunde genommen mich angesteckt, hat mich überzeugt und sagt, du kannst nicht lieben. Das ist eine der größten Beleidigungen und Schmerzen, die Kirche mir angetan hat. Also in dem Moment, wo ich das entdeckt habe, habe ich gesagt, jetzt muss ich gehen. Ja, okay. Ja. Sie waren im Vatikan zweiter Sekretär der Internationalen Theologischen Kommission. Ja. Sie waren Mitarbeiter der Glaubenskongregation. Das heißt, Sie wussten, und so haben Sie es ja gesagt, Schluss mit der Lüge, das ist dann alles vorbei. Ja. Das war ja Ihnen völlig klar. Ja. Es war dann so, dass Sie ja quasi gleich auch am nächsten Tag Ihre Sachen packen mussten. No. Hat Sie das dann überrascht? Ja? Nein?
Nein, in Wirklichkeit gibt es auch noch etwas Unmittelbares. Denn es gibt die Revolution von Franziskus und die große Hoffnung dieses Satzes, wer bin ich, um einen Schwulen zu beurteilen? Das ist ein sehr zweideutiger Satz. Ne? Er hat es auch nicht auf der Erde gesagt, sondern an Bord eines Flugzeuges. Ich zitiere den Satz nochmal, um das mal klar zu machen. 2013 hat der Papst ja bei der Pressekonferenz das gegenüber Journalisten gesagt. Wenn jemand homosexuell ist und Gott sucht und guten Willens ist, wer bin ich, über ihn zu reden? War das nicht etwas, was Papst Hoffnung gemacht hat, dieser Satz? Natürlich. Ich war Mitglied der Glaubenskongregation. Das war ein Signal für mich. Okay, wir müssen uns jetzt aktualisieren. Wir müssen natürlich dann die entsprechenden Dokumente über die Homosexualität und Homophobie lesen, die ich natürlich schon versteckt schon gelesen hatte. Ich hatte das in meinem Schrank alles versteckt. Denn konnte ich auch nicht zeigen, denn wenn jemand das gesehen hätte, dann wäre der Teufel los gewesen. Ne? Also, ich meine, das waren wissenschaftliche Arbeiten, es war keine Erotikliteratur oder sonst was Ähnliches. Also, es ist ein verbotenes Thema. Und die Position der Kirche sieht ebenso aus. Ne? Sie basiert auf etwas Falsches, wissenschaftlich Falsches, die nichts mit der Realität zu tun hat. Und das muss einfach korrigiert werden. Nur ganz kurz, wir müssen rauskommen aus den Obsessionen, aus den Verteufelungen von Homosexualität. Das hat unsere Gesellschaft zu einem guten Teil überwunden, die Weltgesellschaft noch lange nicht. Auch in der Kirche müssen wir rauskommen, selbstverständlich. Zweitens, wir müssen rauskommen aus der Heuchelei. Das ist die schlimmste Krankheit an der Kirche, die Heuchelei. Ein drittes, Homosexualität, das weiß die Frau Professorin viel besser, ist keine Krankheit, man muss das ordentlich untersuchen und so weiter. Die Nazis meinten, das ist eine Krankheit, da muss man im Gehirn operieren und so weiter, solche Schrecklichkeiten. Also die katholische Kirche, die Kirche, wir alle müssen wissen, es gibt Menschen, die sind so. Klar. Und die sind Kinder Gottes, so wie sie sind. Genau. Es ist nicht die große Mehrheit, aber sie sind so. Genau. Ob sie nun Priester werden sollen, darüber kann man streiten. Ja? Kann man streiten. Aber dass sie nicht benachteiligt werden dürfen in der Kirche und in der Gesellschaft, da wären wir uns völlig einig. Und noch einmal, die Heuchelei lehne ich mit Ihnen genauso scharf ab, wie Sie es gesagt haben. Aber ich würde noch gern was ergänzen. Ich würde ergänzen zu Ihren Selbstbekenntnissen, womit die Kirche aufhören muss. Ja. Und bitte mit der Selbstgefälligkeit und der Selbstgerechtigkeit. Völlig klar. Wir alle. Aber Frau Ferner, nicht nur die böse Kirche, auch die böse Gesellschaft, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft. Gucken Sie mal, wie in Jugendkreisen über Schwule geredet wird, welche Witze da gemacht werden. Das sind keine Katholiken, die das machen. Unsere Gesellschaft hat homophobe Tendenzen. Ja. Zum Teil tut man das auch, um sich abzusichern. Das wissen Sie. Und wenn wir über Homophobie reden, dann reden wir doch bitte auch über die Angst vor Frauen auch? In der katholischen Kirche. Ja. Aber überall, nicht nur in der katholischen Kirche. Die Beschmutzung des Mannes durch die Frau. Ja. Aber noch mal eins. Ich denke, also, wenn, dann können wir alle. Abschließend dazu. Sie sagen, und ich glaube, das hat hier auch den Applaus bekommen, wir müssen Schluss machen. Homosexualität sollte selbstverständlich gesehen werden, auch in der katholischen Kirche. Ob man als homosexueller Priester werden muss, darüber kann man streiten. Das waren ja Ihre Worte. Aber wie kann man auf der einen Seite sagen, es ist selbstverständlich, aber das Priesteramt dann bitte nicht? Also es ist so ein Ja-Aber, ist das nicht immer noch ein Zwiespalt? Das ist die Problem. Es müssen doch nicht alle Priester werden, das wäre doch schrecklich. Aber warum sollen sie es nicht? Ja. Nein. Nein. Weil es dann eine Färbung im Klerus gibt, das weiß ja Englisch und in Rom haben wir die zum Teil, dass da eben doch so Homo-Klicken sich bilden, Seilschaften und so weiter. Und das wie darf nicht sein. Dass also Sie sind für eine Quote für heterosexuelle Priester. Zu dieser Färbung muss der Englisch mal was sagen. Ja? Ich finde, dass Franziskus da ein fantastisches Vorbild gemacht hat. Und das hat mich an deinem Fall auch so viel Mut gemacht. Weil du hast gesagt, ich habe mit dem Papst kein Problem. Dass es diese Öffnung gibt, finde ich wunderbar. Es gibt in der Kirche große Probleme, aber sie ist auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, das verstehe ich richtig. Noch mal eine Frage an Sie. Das ist jetzt
4 Monate her, diese Pressekonferenz. Wenn Sie jetzt zurückgucken mit etwas Abstand, was haben Sie gewonnen, was haben Sie verloren in Ihrem Leben? Ho vinto la mia libertà. Meine Freiheit habe ich gewonnen. Ho vinto il mio essere prete. Mein Priestersein habe ich gewonnen, denn ich habe meine Liebe zu Gott und meine Liebe zur Menschheit gewonnen. Ich bin wirklich transparent, der bessere Priester. Ich respektiere Sie vollkommen, ist klar, als Mensch. Aber ich sage nicht, dass Sie der Prophet sein müssen, der die katholische Kirche damit reformiert. Ja. Aber er könnte aber der Prophet sein. Er hat ein Zeichen gesetzt, das ist richtig, gegen die Heuchelei, gegen einen normalen Umgang mit dem Phänomen der Homosexualität. Naja, Sie haben schon die große Szene gesucht. Das hat er gesagt. Ich hoffe in eine Prophezie. Und jetzt reden Sie auch sehr prophetisch. Ich bin nüchterner, ich bin ja auch ein bisschen älter. Ja. Ich bitte eine Prophezie. Von unserem Klerus. Tutti preti omosessuali devono alle fare coming homosexuelle out. Priester und sollten Coming Out machen, meiner Meinung nach. Ja. Und alle Priester, die Liebesleben leben, müssen ein Coming Out machen, müssen sich outen. Die Kirche ist heute, die katholische Kirche braucht heute ein riesengroßes Coming Out. Und das ist aber wichtig für die gesamte Menschheit, meine ich. Das erlauben Sie doch, dass ich nicht Ihrer Meinung sein muss. Ich glaube, dass Sie nicht in allem einer Meinung Nein. sind, ist klar geworden. Ja, aber, Jaschke, Sie aber man sieht auch Verbindungen. Ja, natürlich. Wir haben uns jetzt sehr intensiv mit dem Thema Kirche und Homosexualität beschäftigt. Ja. Ich würde das jetzt langsam weiten und auch Sie, Herrn Hartmann, mit einbeziehen. Im letzten Jahr gab es 2014 vielmehr in Deutschland fast 220.000 Menschen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. 9.000 sind hinzugekommen. Wenn die katholische Kirche eine andere Sexualmoral hätte, vielleicht auch mit dem Zölibat anders umgehen würde, glauben Sie, dass sie dann attraktiver würde? Herr Hartmann, auch aus der evangelischen sind 230.000 Menschen ausgetreten. Das muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt 230.000 Katholiken, 230.000 Protestanten. Herr Jaschke, das ist schlimm und traurig. Jetzt sind wir gespannt auf die Antwort. Unbedingt. Es war hier die Rede von den Seminaren. Wer geht denn heute? Wie wenige gehen heute noch in ein Seminar, um sich das anzutun? Dieses Eheverbot mit 25 Jahren. Der Zölibat ist was Wunderbares, wenn der glaubwürdig von gelebt wird. Wenn ein Mönch, ein Ordensmann, eine Nonne, eine Ordensfrau so lebt, dann ist es wunderbar und leuchtend. Und wenn sie heiraten als Mönch, sind sie eben kein Mönch mehr. Das ist auch kein Ärgernis, ist ganz normal. Aber das Eheverbot für Liturgie, für Seelsorge, für Katechese, ich darf keine Katechese mehr halten, keine Verkündigung, bloß weil ich die Liebe gefunden habe. Ich habe eine Bestimmung gehabt, mit 25 Jahren bin ich Priester geworden. Ich habe wirklich geglaubt, ich schaffe das, ich habe es nicht geschafft. Und jetzt ist meine Bestimmung neu geworden. Man entwickelt sich und ich sehe keinen Widerspruch zwischen meiner Liebe zu Frau zu Sandra, meiner Partnerin. Frau Dorn, herzlich willkommen. Ja. Meine Gemeinde, drei Gemeinden sind jetzt seit 4 Monaten ohne Pfarrer. Und wer weiß, ob jemand kommt. Vielleicht kommt irgendjemand aus dem Ausland oder das macht der Nachbarpfarrer noch mehr, als er ohnehin schon machen Nichts muss. Gegen die Ausländer. Das ist einfach, letztes Mal habe ich gesagt, vor 2 Jahren wurde ich das Thema, sagte ich, Anachronismus. Es ist es einfach, ich habe damals Prügel bekommen für dieses Wort. Aber ich kann verstehen, dass die Kirche und manche Bischöfe sich schwer tun, aber es muss sich was bewegen. Der Papst ist offen. Wir warten jetzt auf den Mut der Bischöfe. Denn der Papst will nicht allein jetzt mit einem Strich den Zölibat freistellen, sondern erwartet, dass von unten aus dem Episkopat etwas kommt, was ihn dann dieser Entscheidung zu einem Konsens macht. Weil er will ja auch kein Diktator sein, obwohl er aus Südamerika kommt. Frau Perner, gehört der Pflichtzölibat abgeschafft? Sollte Herr Hartmann jetzt einfach erliebt, sollte er einfach auch Pfarrer bleiben können? Also als Protestantin sage ich nur selbstverständlich. Weil, für mich ist Zölibat als eine Form, mit der Sexualenergie in einer ganz bestimmten Weise umzugehen, etwas, was ich nicht täglich schaffe, aber durchaus in einer Hochzeit, so wie auch beim Fasten zum Beispiel, gelegentlich den Weg zu Gott erleichtert.
Und das sollte eine freiwillige Entscheidung sein. Dazu braucht man noch viel mehr Wissen, als es bisher gibt. Mhm. Aber keine Pflicht, weil das ist menschenunwürdig und ist eine Verletzung einfach der Tatsache, dass wir sexuelle Wesen sind und dass wir einander lieben sollen und einander fördern und mehren. Also einen freiwilligen Zölibat? Ja, einen freiwilligen Zölibat, ja. Und auf Zeit, ja. Nicht ja. Auf und ewig. Auf Zeit. Ja. Könnten Sie damit leben? Ja, natürlich. Jeder Zölibat muss freiwillig sein. Klar. Und ja. Ich möchte mir wirklich auch als Ergänzung zu den zölibatären Priestern verheiratete Seelsorger wünschen. Mhm. Ja? Okay. Über die Frauen müssen wir jetzt nicht reden, das sind nochmal wieder andere Themen. Aber an der Ehe hängt doch nicht das Priestersein, das ist doch völlig klar. Wann kommen denn die verheirateten Priester? Ist auch jetzt schon so, wenn ein evangelischer Pfarrer katholisch wird, wenn er zum Priester geweiht wird, dann bleibt er natürlich verheiratet. Das ist doch völlig klar. Ja. Mit seinen Kindern, seiner Familie, im Pfarrhaus. In den Ostkirchen haben wir verheiratete Priester, nur die Bischöfe. Ja. Die müssen besonders engelgleich sein, die dürfen nicht heiraten. Aber dazu ein Zitat. Ja. Nochmal zu Ihnen. Sie haben gesagt, Sie können sich das vorstellen. Warum nicht Ehe? Wann kommt das denn? Woran liegt es? Die Kirche braucht Entwicklungen. Aber das dauert nicht mehr lange. Ich glaube, so lange wird es nicht dauern. Wir haben ja mit dem Papst vor einem halben Jahr gesprochen, wir deutsche Bischöfe. Da haben wir ihn auch gefragt, wie ist denn das in Gebieten, wo die Messe nicht gefeiert werden kann? Kann man da nicht andere Formen auch von Priester sein, von verheirateten Priestern finden? Da hat er nicht abgewunken. Aber der Papst, nochmal, haben Sie sehr gut gesagt, ist kein Diktator. Er muss auch Entwicklungen überall auf der Welt einigermaßen akzeptabel machen können. Hat zwar Herr Hartmann gesagt, hat aber auch völlig recht. Aber Herr Jaschke, ich möchte noch eins sagen. Ich war Gast in einer Synode, einer lokalen Synode. Ich war in Rom natürlich als Synode, aber ich war auf einer lokalen Synode in Italien. Große Synode. In Deutschland gibt es ja gerade auch eine, aber das war eine Diözesan-Synode. Und da haben Priester teilgenommen und die haben anonym abgestimmt über die Frage: Wollen wir die Abschaffung der Ehelosigkeit der Priester oder wollen wir sie nicht? Und das Ergebnis hat mich umgehauen, weil von den 180 Priestern, die daran teilgenommen haben, 87% in einer anonymen Abstimmung gesagt, die Ehelosigkeit muss weg. So, und wir alle, die wir ein bisschen in der Bibel gelesen haben, wissen, dass im Korintherbrief steht, als Paulus gefragt wird, was ist jetzt mit den Mädels, dürfen wir mit den Mädels oder dürfen wir nicht mit den Mädels, sagt Paulus, was die Ehelosigkeit angeht, so habe ich keine Weisung vom Herrn. Aber er sagt, es ist besser, nicht zu heiraten. Ja, aber das haben wir Paulus zu verdanken, dem evangelischen Paulus. Aber er sagt auch, wenn du dann so nervös bist, dann ist es besser, du heiratest. Wir werden da gleich noch mal. Ich bin verheiratet. Wir werden da gleich noch mal konkreter. Aber jetzt noch mal zu Ihnen, denn Sie können, Herr Hartmann, ja seine Situation etwas nachvollziehen. Ja. Denn auch Sie sind mit Nachrichten an die Öffentlichkeit gegangen, auch hier im Nachtcafé, die für Aufsehen gesorgt haben. Das Nachtcafé im Januar 2014. Pfarrer Stefan Hartmann geht mit einem Bekenntnis an die Öffentlichkeit. Vor 25 Jahren hatte er eine kurze Beziehung mit einer Gemeindereferentin. Kurz darauf kam seine Tochter Katharina zur Welt. Damals konnte er noch nicht dazu stehen. In seiner Kirchengemeinde stößt er mit seiner Beichte auf Verständnis. Also ich finde es ganz toll, dass er sich zu seiner Tochter bekannt hat. Ich bin sehr, sehr mutig. Also ich meine, da gehört schon viel Mut dazu, ne, wenn man sowas macht. Die katholische Kirche soll eigentlich sich öffnen, sie soll genauso leben wie die anderen, wie die Menschen auch leben. 3 Monate nach dem Bekenntnis zu seiner Tochter ein weiterer Schritt. Hartmann bittet den Papst, ihn von seinem Zölibatsversprechen zu befreien. Herr Hartmann, zunächst aber noch mal zu Ihrer Tochter. Sie haben vor 2 Jahren es öffentlich gemacht, einer breiten Öffentlichkeit, dass Sie diese Tochter haben. Wie alt war Ihre Tochter da? Die war damals 24, jetzt ist sie 26 und selber Mutter einer Tochter. Würden Sie im Nachhinein sagen, das war ein guter Schritt, aber viel zu spät? Ja, genau. Das war gut. Es war ein lauter Schritt gegen ein noch lauteres Schweigen über Jahre, was ich im Konsens mit damals der Mutter, aber auch mit der Kirche, die mir sagte, wenn das rauskommt, kannst du nicht mehr weiter Priester sein. Dann musst du, sagt auch der Papst, dann musst du Konsequenzen ziehen. Aber wenn das diskret bleibt, kannst du weiter als Priester wirken. Es war spät, aber nicht, wie die Sendung hieß, es ist nie zu spät. Es war ein großer Fehler in meinem Leben, dass ich damals nicht sofort zu meiner Tochter gestanden bin. Ich habe gedacht, ich
Leider war eine Beziehung mit der Mutter nicht möglich. Und dann dachte ich, naja, machst du halt weiter das Priestertum. Bin nochmal richtig fromm geworden, fundamentalistisch fromm, fast geradezu. Sehr fromm, Wojtylianisch, Kochrei, Ratzingeranisch. Seit die Tochter in mein Leben eingetreten ist, seit dem Brief, und hat sich in mir vieles gelöst. Ich habe also damals eine Entscheidung getroffen, als ich Priester wurde, und ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und sehe es als meine Bestimmung an, dass wir beide zusammengehören und zusammen unseren Weg gehen und das auch nicht verstecken und geheim halten. Wir werden gleich Herrn Stoth noch kennenlernen, der Sohn eines Priesters ist. Diesen Brief, von dem Sie gerade geredet haben, hat Ihre Tochter ja geschrieben, als sie 15 war. Ja. 15 Jahre lang ohne den Vater. Aus heutiger Sicht, welche Spuren hat das bei Ihrer Tochter hinterlassen? Das müsste sie selber... Sie ist eine wunderbare Frau, sie ist sehr aktiv. Sie wohnt in der Nähe vom Bodensee in einer alternativen Wohngemeinschaft, die nennt sich Haslachhof. Sie ist jetzt eben Mutter geworden, sie hat einen Freund, der ist einige Jahre älter als sie. Vielleicht fehlt der Vater in ihrem Leben, das merke ich das im Nachhinein, dass ich auch die Beziehung zu ihr nicht so habe, wie sie normalerweise Eltern und Kinder zueinander haben. Aber wir haben einen guten Kontakt, wir respektieren uns, und die Sendung damals war für sie auch positiv. Ich hatte Angst, das könnte bei ihr in den falschen Hals kommen, dass ich jetzt da mich hier so geoutet habe im Nachtcafé. Ich hatte es ja schon etliche Jahre vorher in der Gemeinde auch schon gesagt. Das war also kein Geheimnis, aber es wurde jetzt noch mal groß gesagt. Nachdem wir also miteinander gerungen haben, dachte ich, musste so sein. Und es ging damals Gott sei Dank so. Und es hat ein bisschen Wirbel gemacht, aber insgesamt, glaube ich, war es richtig und es musste so sein. Ja. Sie sind auch hier, um sich zu stellen, um zu sagen, ich gehe in die Öffentlichkeit und ich zeige mich hier mit meiner Liebe und trage auch die Konsequenzen. Das darf ich doch sagen. Das ist das, was ich so schön sagte zu Herrn Karamsa, Liebesbeziehung. Wir haben uns ein bisschen gestört an dem Titel, das Kreuz mit dem Sex. Es geht um die Liebe und um die ehrliche Liebe und das Glück dabei. Ja, Frau Born, exakt. Erzählen Sie mal, wie haben Sie beide sich denn kennengelernt und wann? Also das war am 10. Juli 2014. Das ist aber noch genau im Kopf mit dem Datum. Das ist nicht schlecht. Ja. An meinem Weihetag. Ja, richtig. Okay. Ich bin Buchautorin und arbeite für meine Projekte journalistisch. Das heißt, ich akquiriere Menschen und schreibe über diese Menschen biografische Darstellungen. Und im Zuge meines Projekts rief ich ihn an und bat ihn um ein Interview. Und bei dieser Gelegenheit eben lernten wir uns kennen. Und ich schrieb eine Darstellung über ihn. Und es ist bei meinem Projekt so, dass ich die Menschen nochmals aufsuche in einer Subskriptionsphase und um eine Freigabe bitte. Wir trafen uns dann noch einmal ein paar Monate später. Und da hat es gefunkt? Es hat gefunkt und es hat sich zunächst eine platonische Beziehung entwickelt. Das heißt, wir fanden gemeinsame Interessen, wie es eben in einer Partnerschaft so üblich ist. Und wann haben Sie gemerkt, Herr Hartmann, da ist vielleicht mehr als so platonische Liebe? Ja, wir sind zusammen ins Theater. Was soll man auch allein ins Theater gehen oder in ein Konzert? Wir sind dann im Sommer 2015, wurde es dann mehr. Aber mussten Sie dann nicht auch ein bisschen irgendwann mal, als dann auch mehr draus wurde, aufpassen? Also mussten Sie das Ganze nicht ein bisschen heimlicher inszenieren? Oder? Ja. Ja? Wie denn? Das heißt, man frequentiert nicht unbedingt die Lokalitäten, die von 80% der Ortsbevölkerung aufgesucht werden, sondern man macht einen Spaziergang im Wald. An den einsamen Stellen. Genau. Nicht an den Jogging. Alter Trick. Ja. Ja, ganz normal. Ich meine, man möchte ja auch kein Aufsehen erregen. Ja. Man möchte nicht, dass sich irgendwer auf den Schlips getreten fühlt. Und man versucht, sich dezent zu verhalten.
Aber Sie haben dann schon irgendwann gemerkt, Mensch, mit Frau Dorn ist das Ende des Zölibats gekommen. Ja, als ich merkte, das wird was Ernstes, bin ich auch sofort auf meinen Bischof zugegangen, habe ihm das gesagt, das kommt, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte über kurz oder lang eine Laisierung, so nennt man das, beantragen. Ich habe dann noch etwas gewartet, es war dann im September, habe ich den Brief geschrieben, nicht diesen Brief, der da eben erwähnt wurde, sondern einen internen Brief über den Erzbischof an den Papst mit der Bitte, dass ich sage, ich habe mich damals in der Jugend überschätzt, ich möchte im Frieden mit der Kirche weiterleben und bitte um Dispens von meinen Versprechen. Zunächst wollte ich nur die Dispens vom Zölibat und weiter Priester sein, aber das geht ja nicht. Also habe ich das dann, um offen leben zu können, dann jetzt das Risiko eingegangen. Ich bin jetzt, ab nächsten Montag bin ich dann arbeitslos oder arbeitssuchend und muss die nächsten 4 Jahre bis zur Rente schauen, wie es geht, aber es wird schon irgendwie gehen und es gibt Aufträge, auch Interessenten, die mir irgendwie eine Beschäftigung hoffentlich bieten. Wäre eine heimliche Beziehung für Sie überhaupt denkbar gewesen, Frau Dorn? Nein, eine heimliche Beziehung ist für mich in keinster Weise vorstellbar, weil ich bin auch der Meinung, dass Liebe ein Geschenk Gottes ist, was man annehmen muss. Kurze Frage, Sie sind ja auch gläubig, gläubige Katholikin. Ja. Katholikin. Hatten Sie eigentlich irgendwann auf dem Weg, das hört sich jetzt alles so selbstverständlich an, auch mal den Gedanken, Mensch, mache ich hier überhaupt das Richtige? Der ist doch Priester. Bin ich hier auf dem richtigen Weg mit dem? Es ist so. Ich bin zwar gläubige Katholikin, ich bin der Kirche nach wie vor sehr verbunden, aber der Zölibat war für mich immer etwas, was nicht der menschlichen Natur entspricht. Und ich muss gestehen, gerade die Lektüre der Bibel hat mich dazu gebracht. Ich habe die Bibel vom Buch Genesis bis zur Offenbarung des Johannes Wort für Wort gelesen, mit Textmarker und Auslegungen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, die alttestamentlichen Priester hatten alle Frauen und Familie. Petrus hatte eine Schwiegermutter, wie wir wissen. Ja? Mhm. Und demzufolge bin ich der Meinung, dass Gott es gewollt hat, dass der Mensch einen Partner hat, der mit ihm das Leben teilt. Das war immer meine innere Überzeugung, weil Liebe ist nichts Schlechtes. Liebe ist ein Geschenk und ich glaube eher, es ist eine Sünde, Liebe zu negieren, sich gegen die Liebe zu stellen. Man darf sich nicht gegen die Liebe stellen. Man darf sich nicht gegen die Liebe stellen, gegen die menschliche Natur war eine Formulierung. Was ist denn der Kern des Zölibats, den Sie hochhalten? Also der Zölibat geht natürlich wie alles in der Kirche auf Jesus zurück. Jesus wurde gefragt nach Mann und Frau und dann hat er gesagt, Mann und Frau sind gebunden, bis der Tod sie scheidet. Und dann wurde er weiter gefragt. Und wie steht es mit denen, die nicht heiraten? Da hat er gesagt, es gibt Menschen, die um des Himmelreiches willen ehelos leben. Wer es fassen kann, der fasse es. Eine Einladung Jesu. Das ist keine Pflicht, keine Verpflichtung, aber eine Einladung. Und Paulus, dieser radikale Mensch, er entspricht uns nicht immer so sehr, weil er so radikal war, auch unduldsam, aber schon ein ganz großer Mann. Also nicht ohne Grund haben die Lutherischen ja Paulus so entdeckt. Paulus hat gesagt, es ist besser ohne Frau zu leben, in der Freiheit. Und wenn man jetzt, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, wenn der Zölibat muss, der darf nicht erzwungen sein, ist völlig klar. Man muss ihn entwickeln, irgendwie im Sinne einer Sublimation, dass man die freien Kräfte ja anders nutzt, für andere Menschen nutzt, für Unabhängigkeit. Also mein Bruder sagt mir immer, der ist glücklich verheiratet, ich hoffe es jedenfalls, der sagt mir immer, du hast das viel besser als wir. Du bist ja viel freier. Das meint er ein bisschen äußerlich. Aber der Zölibat soll eine solche innere Freiheit bedeuten. Und die innere Freiheit soll auch dazu führen, dass der Zölibatäre mehr Zeit hat für Menschen, die allein sind, mehr Zeit hat, sich solchen Menschen zu widmen, so wie Ordensleute das auch tun. Aber mit der Verpflichtung, da gebe ich Ihnen recht, das ist schwer. Nochmal, keiner stolpert heute da rein, aber wer weiß, was alles kommt in einem Leben. Wer weiß, was einem Ehemann alles passiert bei einer Trauung. Ich würde gern dazu noch eine Frage stellen. Natürlich. Die Kirche betont ja, soviel ich weiß, dass das Zölibat ein Charisma ist. Mhm. Wenn das Zölibat ein Charisma ist,
dann sollte es doch eigentlich eine ganz innere, eigene, starke Kraft haben, die nicht noch ein Gesetz braucht, das sagt, du musst jetzt. Dann sollte doch das eigentlich ganz in völliger Freiheit geschehen und nicht eben aufgrund eines Gesetzes, das sagt, du darfst nur dann Priester werden, wenn. Ja, aber wie will eine Gruppe zusammenhalten, wenn dieses Charisma mal stark ist, mal schwach ist und so weiter? Dann hängt das sehr stark von den subjektiven Erfahrungen ab. Wir brauchen auch schon eine Verpflichtung, aber es muss eine Selbstverpflichtung sein. Schadet ja auch vielen in Freiheit. So einsam, ja. Sie werden Alkoholiker, sie sind vereinsamen, sie werden neurotisch. Es ist ja fürchterlich, was die zum Teil leiden in ihrem Single-Dasein, in ihrem Erzwungenen. Allein das schon. Und sie können auch den Eheleuten oft, weil sie dann total isoliert sind, gar nicht mehr helfen. Sie wissen gar nicht, was Beziehung ist, weil sie es nie erleben können. Ich gebe Ihnen recht. Zölibat hängt in der Luft, wenn die Priester nicht lernen, zusammenzuleben, Gemeinschaften zu bilden, wenn sie Singles sind. Eben das, mit Mikrowelle, Kühlschrank und Tiefkühlkost. Ist tödlich. Niemand meckert über Ordens, über Benediktinerklöster. Wunderbare Gemeinschaften gibt es da. Aber diese einzelnen Weltpriester, die da als Eremit irgendwo in den Dörfern rumhängen, das darf doch nicht mehr sein. Haben Sie recht. Herr Caramsa? Ich muss sagen, also, ich verstehe das sehr gut. Welches Recht hat die Kirche, dir das Priesteramt wegzunehmen, wenn wie Sie verheiratet sind oder und Liebe spüren, Liebe zum Nächsten, stört uns überhaupt nicht in unserer Liebe zu Gott. Ich denke an meinen Kollegen, die vielleicht keine Frau berührt haben, aber jeden Tag nur das Geld berühren und damit natürlich den Wunsch nach Lieben kompensieren. Oder manisch masturbieren, ne? Eigenhändiger Sex, wirklich manisch, also wirklich abhängig davon sind. Und ich weiß nicht, was ich in den Konfessionalen mit ihnen machen muss, im Beichtstuhl. Denn sie haben nie die Liebe kennengelernt, nie die Liebe eines anderen Menschen, sind maximale Egoisten, Egomanen. Ne? Und die Kirche sagt, das sind gute Priester? Nein. Nein, das sind diejenigen, die eigentlich suspendiert werden müssen mit dem Dekret und nicht Sie. Deshalb spricht Franziskus gegen Narzissmus. Dass man als im ehelosen Leben mehr Zeit hätte für die anderen, das stimmt nicht. Priester ohne Ehefrau haben nicht mehr Zeit. Sie haben nur mehr Zeit für sich selbst. Okay, Zölibat kommt nicht von Jesus Christus. Und Papst Franziskus hat das auch gesagt. Zölibat, hat er gesagt, kommt aus dem 10. Jahrhundert. Die Glaubenskongregation war damals wie ein Vulkan. Wir wussten nicht, an welche Wand wir uns festhalten sollten. Als er 10. Jahrhundert sagte, mein Gott, was haben denn die Priester in den ganzen 1000 Jahren gemacht vorher? Aber lieber Freund, Sie kommen nicht an Jesus vorbei, der gesagt hat, es gibt Ehelose um des Himmelreiches willen. Und nicht an Paulus. In den Klöstern. Ich sag's Ihnen doch gerade, Jesus sagt das. Das Zölibat hat keine biblische Grundlage. Nicht für absolut den Pflichtzölibat. Es geht ja Zölibat ist eine politische Entscheidung der katholischen Kirche. Frau Perner, noch mal auf die Ebene, auch was das mit den Priestern macht. Ist es so ein bisschen so, haben wir uns den Zölibat so vorzustellen, da gibt einer seine Sexualität ab, wie ein Mantel, den man an den Haken hängt. Nein, geht doch nicht. Und man, ja, das geht nicht. Ja. Aber wie lebt man es dann, wenn man es dann unterdrückt oder nicht zulässt? Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja. Die klassische, die die katholische Kirche empfiehlt, kann man in die Geschichte schauen, von Geißelungen, kalten Waschungen, Fasten etc. Es wirkt schon auch. Ja. Vor allem, wenn man Angst hat. Ja. Es wird mit Angst gearbeitet. Ja. Dann kommen also die Sublimationen etc. Ja. Habe ich Angst, muss, das hat nie geklappt. Das sind die traditionellen Empfehlungen. Ich habe mich nie gegeißelt. Ich will es nicht verblödeln, dazu ist das viel zu ernst. Sondern ich denke, die traditionelle Form ist immer auf Unterdrückung.
Ja? Und mir hat er selbst, also ich habe ja mit vielen Priestern gearbeitet, deswegen habe ich vorhin protestiert, wie Sie gesagt haben, ein 20-Jähriger fertig. Sie wissen nicht, was für eine Biografie die Person hat. Ich höre es in den Therapien, da was da alles ist. Wenn ich einen Job haben will, werde ich so mich geben, und wie es die Jobverteiler haben wollen. Das Problem ist, es gehört die Sexualität, die Triebhaftigkeit, die auch dabei ist, die gehört integriert. Völlig klar. Und das Integrieren bedeutet, dass man selbst weiß, wie es geht. Und wenn man jetzt sieht, wie Leute nach wie vor mit Angst machen etc. sagen und die Paradoxie nicht erkennen, die ja genau darin liegt, dass ich erkenne, ich muss nicht herumkugeln und bumsen auf Teufel kommt raus, sondern ich muss lieben, ich muss ins Herz bringen. Und vom Herzen kann ich es dann im ganzen Körper verteilen und auch zum Kindermachen verwenden, wenn ich das will oder auch nicht. Das ist alles sekundär. Und das ist die Problematik, dass mit schönen Worten einmal gesagt wird Sexualpädagogik nicht gelingen, sondern ich muss sozusagen durch alle Aspekte gehen, auch durch die seelischen Krämpfe, die man hat, etc. Ja. Und das geschieht nicht. Ich weiß es, weil ich wirklich ja mit vielen auch Ausbildnern arbeite. Und ich denke, das trifft aber auch nicht nur die katholische Kirche, das trifft die ganze Gesellschaft. Wir können alle mit Sexualität nicht optimal umgehen. Wir bemühen uns, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Und der gute Paulus hat in Korinth, einem Sündenbabel mit vielen Bordellen und all so weiter, die Leute ins Gewissen geredet. Man darf das nicht generalisieren, das muss man schon historisch auch sehen. Und jetzt sage ich als Witwe, ja, beides gehabt, ich lebe mir natürlich viel leichter, wenn man niemand reinredet und von mir verlangt, dass ich zu Hause bin, wenn es der Beste aller haben will. Ja. Geht mir auch so. Ja, okay, ja. Ja, kann man auch so. Sie haben gerade gesagt, nein, man gibt ja seine Sexualität nicht ab. Sexualität hat viele Gesichter. Ich meine, Liebe ist natürlich das, worüber wir auch reden. Aber Sexualität von Zärtlichkeit bis zur Masturbation, was Sie auch angesprochen haben. In welcher Form leben Sie denn Sexualität? Das will ich jetzt nicht ausbreiten. Das gehört in den privaten Bereich. Ja. Aber ich gehe jedenfalls nicht in Puff und ich gehe nicht auf die Reeperbahn und ich gehe nicht nach St. Georg in Hamburg, wo ich lebe, also da gehen viele andere hin, nicht die Priester, also auch viele verheiratete Männer. Ne? Aber nochmal, wenn ich Sexualität mir abkneifen will und sage, ich kann nicht sexuell reagieren auf Frauen, auch auf Männer, natürlich sind auch Männer attraktiv, ist doch völlig klar. Also sind doch nicht gleich Sexualobjekte. Aber ich bin insgesamt ein sexuelles Wesen. Insgesamt, ja, aber nicht nur zum Glück. Das Problem fängt dann an, wenn Sie sich echt verlieben. Ja. Dann fängt das Problem an. Okay. Und da muss man zur Not auch Konsequenzen ziehen. Genau, und das hat Herr Hartmann ja nun gemacht. Ja. Wir wissen also, Sie sind bald arbeitslos. Das ist die harte Konsequenz. Ja, ich bin beschäftigt, ein Buch zu schreiben. Ich hoffe noch auf einen guten Verleger. Und uns interessiert jetzt, wie geht es privat weiter? Haben Sie Pläne, schöne Pläne vielleicht? Ja, wir werden auf jeden Fall den gemeinsamen Lebensweg miteinander beschreiten bis hin zur Eheschließung. Das hört sich doch schon mal gut an. Ja, alles Gute auch auf diesem Weg. Man muss dazu sagen, wir haben heute über das Thema Homosexualität geredet, über den Zölibat. Eine Realität haben wir angedeutet, auf die sollten wir jetzt aber noch mal zu sprechen kommen, denn es gibt auch Kinder, die nun mal von Priestern stammen. Das haben Sie erlebt. Ihr Vater hat Ihre Mutter kennengelernt, da war er 40, Ihre Mutter war 16, er war Priester und Lehrer auf einem Gymnasium, Sie Schülerin. Sie waren mehrere Jahre zusammen. Wenn Sie Ihre Mutter haben reden hören, wie hat sie diese Beziehung in den Anfängen beschrieben? Sie, für mich ganz unverständlich, sie hat in einerseits ganz geheimnisvoll dieses Versteckspiel auch beschrieben und andererseits aber auch hat sie mir mal wortwörtlich gesagt, ich würde es genau so wieder tun.
Also von ihr waren wirklich richtige Gefühle bis hin zu Verliebtsein? Ihr Vater war früh gestorben. Mhm. Und ganz offensichtlich hat sie damals mit der Mutter hat sie sich nie verstanden. Sie hat ganz offensichtlich von diesem Menschen zum ersten Mal Liebe und Geborgenheit bekommen. Wie alt war sie dann, als Sie zur Welt gekommen sind? 19. Also sie war kurz vor ihrem 20. Geburtstag. Sie haben gesagt, Sie haben es geheim gehalten. Das war ja dann nicht mehr geheim zu halten, dass sie schwanger wurde, auf jeden Fall. Wie hat dann Ihr Vater, der Priester, reagiert auf diese Schwangerschaft? Also, meine Mutter ist dann von jemandem aufgefangen worden, weil der Verdacht bestand, dass sie allenfalls könnte sich etwas antun. Von einem Kollegen ist sie dann aufgenommen worden, der war selbst erst in der Lehre, war schon ganz jung verheiratet und das ganz junge Paar hat dann meine Mutter aufgenommen. Mein Vater ist dann noch hin und wieder dort vorbeigegangen und hat mit ihr Sex gehabt in der Wohnung des anderen jungen Paares. Und da hat dieser Mann, wurde dann mein Pate, der hat dann Streitdiskussionen gehabt mit meinem leiblichen Vater. Und jetzt, was erzählst du den Leuten in den Kirchen, nachdem du diese Nacht schon wieder Sex hattest mit dieser Frau, die du erst noch verlassen willst? Ihre Mutter war mittellos, Sie haben das gesagt, sie musste da aufgefangen werden. Sie waren in den ersten beiden Jahren auch viel krank, waren viel im Krankenhaus, kamen dann mit zwei wieder zu Ihrer Mutter zurück. Welche Situation haben Sie da erlebt, als Sie zurückkamen? Meine Mutter hatte da eine neue Partnerschaft und dieser Mann wurde dann als mein Vater mir vorgestellt, als mein leiblicher Vater. Das war für mich eine schreckliche Zeit, weil dieser Mann gewalttätig war, vor allem mir und meiner Mutter gegenüber. Es ist dann noch meine Halbschwester auf die Welt gekommen, die war dann immer bevorzugt. Und ich habe das immer mir selber zugeschrieben. Ich habe immer selber irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin komisch, ich bin unmöglich. Warum behandelt der mich jetzt anders? Ja, also ich hatte immer irgendwie die Schuld bei mir selber gesucht. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, da bei anderen Umständen die Schuld zu suchen, weshalb ich so viel geschlagen wurde oder so. Als sie 9 war, gab es dann einen Wendepunkt in ihrem Leben. Ihre Mutter hat sich von diesem Mann, der für sie ja nun auch alles andere als gut war, getrennt. Sie kamen in ein Heim, haben sich dort erstmal wohlgefühlt. Ihre Mutter ist weggezogen. Und in diesem Jahr, also als sie 9 waren, waren sie dann auch im Urlaub bei ihrer Großmutter und danach war alles anders. Warum? Was ist da passiert? Ja, weil meine Großmutter hat mir dann in diesen Sommerferien, das waren 5 Wochen, hat sie mir die ganze Wahrheit erzählt, natürlich sehr emotional gefärbt auch noch. Und hat mir erzählt, eben, dass mein wirklicher leiblicher Vater eben katholischer Priester sei und was der meiner Mutter angetan hätte und so weiter. Und hat halt wirklich einfach alles aufgetischt, was sie irgendwie wusste. Und Sie wussten bis dahin ja überhaupt nichts. Nee, also, und ich wusste überhaupt nichts. Und was hat das dann aus Ihnen da gemacht? Also Sie sind irgendwann dann noch im Urlaub oder wieder zurück. Wie haben Sie das überhaupt verarbeitet? Das war, also die ersten paar Wochen in diesem Heim, das war für mich Himmel auf Erden. Endlich war da mal jemand für mich da. Endlich war ich nicht immer zu Hause alleine in der Wohnung eingeschlossen. Endlich hatte ich mal ein normales Bett zu schlafen und so weiter. Also das war für mich Himmel auf Erden. Und ich war wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich in diesem Kinderheim sein durfte. Und dann kam ich von den Sommerferien zurück, wieder total umgekehrter Mensch. Ich habe nur noch geschrien, ich habe nur noch die anderen Kinder geplagt. Ich wurde mit Psychopharmaka ruhig gestellt. Und halt auch mit der Drohung, wenn du willst, kannst du gehen. Dich will ja sowieso niemand haben. Mhm. Und ich wusste, dass das stimmt. Als Sie dann 18 waren, also Sie hatten das ja lange mit sich selbst auch ausgemacht. Und als Sie 18 waren, haben Sie dann aber entschieden, ich will meinen Vater, den Priester,
mal sehen. Und der hat sogar bei Ihnen in der Nähe gearbeitet. Sie haben das erfahren, glaube ich sogar, dass er da... Auf irgendwelchen Wege habe ich erfahren, dass mein Vater in einer Nachbargemeinde die Pfarrei übernommen hätte. Und ich war damals junger Gymnasiast, also bin ich da hingefahren. Das war, glaube ich, ein Osternachtsgottesdienst, als ich meinen leiblichen Vater zum ersten Mal sah. Und für mich war es Schock pur, weil ich zwei Sachen gesehen habe. Erstens einmal, ich gleich diesem Mann wie ein Ei dem anderen. Und zweitens, mir ist noch niemals so ein unsympathischer Mensch begegnet wie dieser Mann. Und das hat natürlich eine unglaubliche Krise bei mir ausgelöst, dass ich gedacht habe, es darf nicht wahr sein. Wie dieser geschwollen von der Liebe Gottes von der Kanzel heruntergesprochen hat und ich da gesessen bin und gedacht habe, wie ist das möglich, was ich jetzt höre? Wollten Sie ihn denn dann überhaupt noch mal treffen? Irgendwie hat mich schon Wunder genommen, wer diese Person eigentlich ist. Und dann war ein Priester da, der vermittelt hat und bei ihm da vorbeigegangen ist. Er wurde zwar dann fast gewalttätig und hat den anderen fast prügelnd aus dem Haus geworfen, aber hat sich dann nachher entschuldigt und gesagt, das sei für ihn ein sehr emotionaler Moment gewesen. Und dann kam diese Begegnung zustande. Und wie war das dann, Auge in Auge mit ihm da zu sitzen, sich auszutauschen? Wir haben uns zuerst zu dritt mit diesem anderen Priester in einem Café getroffen und haben uns aber dann recht gut und offen unterhalten. Ich habe halt mich zurückgehalten und habe nicht als allererstes meine Vorwürfe oder über meine Enttäuschungen auch gesprochen, sondern wollte einfach mal kennenlernen, wer dieser Mensch überhaupt war. Und so sind wir eigentlich dann recht gut und offen in Kontakt gekommen. War er auch offen, wenn andere Leute dabei waren? Außer jetzt so, dass er sagt, hier, das ist übrigens mein Sohn. Nein, nein. Wir glichen uns ja sehr. Also wir wurden, kaum hatten uns andere Menschen aus seiner Pfarrei gesehen, dann kam die Frage hoch, wie ist eure Verwandtschaft? Und er hat dann immer gesagt, das ist ein Kind meines Bruders oder irgendwie. Er hat etwas gelogen, er hatte nämlich keinen Bruder. Und was war das für Sie in dem Moment? Also dachten Sie, klar... Das war jedes Mal natürlich ein Schlag ins Gesicht und hat unglaublich wehgetan. Er hatte damals auch wieder eine Geliebte? Ja. Und wegen ihr haben Sie dann den Kontakt abgebrochen. Genau. Warum? Was ist da passiert? Das war dann so, dass es kam die Woche meiner Matura-Vorbereitung und irgendwo war es für mich auch schön, außerhalb des Heimes noch jemanden zu haben, bei dem ich sein konnte. Sie müssen sich vorstellen, ich war immer in den Ferien in diesem Heim. Alle anderen Kinder durften nach Hause. Ich nicht. Ich musste immer da bleiben in den leeren, kalten Häusern. Und mir hat das so gut getan, dass ich selber auch mal in den Ferien irgendwo hin konnte. Also ging ich zu meinem leiblichen Vater. Der hat mir das auch angeboten. Und wir hatten eigentlich eine sehr schöne Woche und haben uns auch gut verstanden. Und dann habe ich nach dieser Woche meinem Vater geschrieben und mich bedankt und gesagt, ich hätte das super schön gefunden. Ich fände es halt auch schön, wenn ich das auch mit meiner Mutter haben dürfte, die damals in Italien lebte und mich, genau wie mein Vater, selber in Italien auch verneint hat. Also ich durfte in Italien niemandem erzählen, dass ich ihr Sohn sei. Also Sie hatten weder nach außen Mutter noch Vater. Ja, genau. Und da habe ich dem Vater geschrieben, ich wünschte mir auch eine solche Woche mit meiner Mutter in Italien. Sie hat mich nämlich immer einmal im Jahr besucht. Ich durfte nie in den Ferien zu ihr, nie. In dieser ganzen Zeit, also in diesen ganzen 12 Jahren, in denen ich im Kinderheim war, und das habe ich dem Vater geschrieben. Jetzt hat der Vater diesen Brief seiner Geliebten gezeigt. Die hat mir nachher heulend angerufen. Sie müssen sich vorstellen, einem 18-jährigen Gymnasiasten, also ein Mensch, der normalerweise sich in der Loslösung befindet, da ruft diese fremde Frau mir an und sagt, sie wolle mir Mutter sein und noch viel mehr und so weiter.
Was heißt noch viel mehr? Wie man das auch interpretiert, ich habe es dann sehr eindeutig interpretiert in dem Ton, in dem es daherkam, und habe umgehend meinem Vater geschrieben und gesagt, so komme ich kein einziges Mal mehr vorbei. Also von einer schlechten, man muss fast sagen traumatischen Erfahrung in die nächste. Irgendwann sind Sie dann aber noch mal in die Offensive gegangen. Sie haben gesagt, ich will diese Vaterschaft. Warum war das wichtig, das nachzuweisen, er ist Ihr Vater? Es hat mich immer gestört, dass in meinen Papieren, Pass, überall bei Vater nichts steht. Einfach nichts, nur eine Lücke. Und irgendwie wollte ich einfach diese Lücke ausmerzen. Und ich ging dann zuerst zu unserem Bischof, den wir in St. Gallen haben, Markus Büchel. Er hat mir versprochen, sich für die Sache einzusetzen. Es ist überhaupt nichts passiert. Als ich dann nach einem Jahr gewagt habe, nachzufragen, was denn passiert sei, schriftlich, bekam ich nicht mal eine Antwort. Diese Enttäuschung habe ich dann einem guten Kollegen, der Jesuitenpater ist, erzählt. Ich bin sehr mit ihm befreundet. Er ist auch Pate unseres jüngsten Kindes. Und er hat sich dann seinerseits im Bistum Chur eingesetzt bei Geistlichen, die er kennt, sich doch dieser Sache anzunehmen. Mein Vater war damals, nämlich als ich geboren wurde, im Bistum Chur tätig. Und so kam das ins Rollen. Vor 5 Jahren ist es Ihnen gelungen, auch die Vaterschaft nachzuweisen, also wirklich mal eine Sache bestätigt zu bekommen, dass er Ihr Vater ist. Und Sie wollten ihn dann unbedingt noch einmal sehen. Das ist Ihnen auch gelungen. Welche Fragen wollten Sie stellen? Was haben Sie von diesem Gespräch erwartet? Außer einer Frage wollte ich nicht fragen, ich wollte erzählen. Ich wollte ein einziges Mal in meinem Leben meinem Vater sagen, was er mir angetan hat. Und für dieses Gespräch habe ich diesen Vermittler gebeten, mit dabei zu sein. Und das war eine gute Entscheidung. Denn über die Gefühlskälte meines Vaters, wie er das entgegengenommen hat und wie er mir immer gesagt hat, nach allem, was ich ihm erklärt und erzählt habe, nach all dem konnte er mir sagen, und er sei immer noch überzeugt, das einzig Richtige getan zu haben und alles in seinem Leben richtig gemacht zu haben. Es hat mir in der Seele so wohl getan, zu erleben, wie dieser Geistliche, der da als Moderator mitkam, wirklich auch entsetzt reagiert hatte und wirklich ausgedrückt hat, dass er das absolut unverständlich findet. Und es hat mir so wohl getan zu spüren, der ist ja auch Geistliche und merkt auch, wie unmöglich das ist, dass man so reagieren kann. Und als Letztes habe ich meinem Vater noch eine Frage gestellt. Genau, die eine Frage. Willst du mich wiedersehen? Es kam keine Antwort. Kein Ja, kein Nein. Genauso kein Ja, unentschieden kein Nein. Wie das ganze Leben. Ja. Tja, das ist schuftig. Sie haben 1998 geheiratet. Welche Auswirkungen hat so ein Leben mit diesen ganzen Erfahrungen auf zum Beispiel Ihre Ehe? Es ist halt einfach so, dass ich ganz stark mitgenommen habe, irgendwie das Grundgefühl, ich gehöre nicht hierher, ich bin nicht lebenswert, ich bin auch nicht liebenswert. Mhm. Und auch, ich muss alleine klarkommen, es hilft mir niemand. Und diese, ja, das ist schwer erträglich für meine Frau. Sie haben 4 Kinder. Wie wichtig ist es für Sie, gerade mit der Geschichte, kein Vater, der zu Ihnen gestanden hat, die Mutter, die nicht zu Ihnen gestanden hat, einfach Zeit mit denen zu verbringen, da zu sein? Das ist für mich erstens meine Frau, die wirklich zu mir steht, die mich liebt und die trotz allem sehr, sehr Schweren, das ich mitbringe in die Partnerschaft, immer zu mir hält. Und immer wieder kämpft und
Aber auch meine Kinder sind das größte Geschenk, das mir Gott machen konnte. Wissen Sie, wenn Sie so ein kleines Kind in den Armen halten, es liebkosen, es trösten, wenn es mal weinend vom Spielen hineinkommt, jedes Mal habe ich gedacht, und jetzt nehme ich den kleinen Palmiro von damals auch noch in die Arme und tröste ihn auch noch. Also ich glaube, wir können alle hier nur sagen, nach dem, was Sie erlebt haben, wunderbar, dass Sie jetzt so beschenkt werden. Auf jeden Fall. Herr Hartmann, wie ist das für Sie, wenn Sie das hören? Was empfinden Sie dabei? Ja, ich empfand jetzt Zorn über das, was man hörte über ihn. Und ich weiß, ich habe Sachen versäumt, die ich nicht wieder gut machen kann. Aber so schlimme Sachen, wie wir jetzt gerade gehört haben, sind Gott sei Dank da nie vorgefallen. Und ich kann nur sagen, was ich eben schon mal sagte, ein Priester muss genau wie jeder andere auch dazu stehen und dem Kind, es ist, der Papst spricht vom Naturrecht, ich bin kein so großer Freund davon, aber es ist ein Naturrecht, das Angesicht des Vaters zu sehen. Und man kann es auch nicht fromm übertünchen, dass ja, es gibt ja nur einen Vater im Himmel, den hast du ja, so, sondern es gibt diese Verantwortung und diese Liebe. Also ganz, am meisten hat mich erschüttert, wie Sie sagten, ich bin alleine in diesen Heimen. Aber ich bewundere Sie wirklich ganz, ist wunderbar, es ist ein Wirken der Gnade auch, dass alles dann doch noch so gut im Grunde sich dann entwickelt hat. Wieder erwarten. Frau Kleiner. Nun, jedes Leben ja einzigartig und keine Geschichte, keine Lebensgeschichte vergleichbar. Trotzdem, Sie haben viel Kontakt mit Menschen, auch mit Kindern von Priestern gehabt. Haben Sie Ähnliches gehört? Also ich würde grundsätzlich sagen, nicht nur Kinder von Priestern, auch Frauen von Priestern. Mhm. Das, was das Ärgste ist, ist dieses Lügen, das Verleugnen und die Wahrheit wird euch freimachen. Klar. Macht Ihnen das jetzt stellvertretend für die Kirche ein schlechtes Gewissen, dass es Priester gibt, die für sowas verantwortlich sind? Natürlich macht mir das ein schlechtes Gewissen. Ich will es jetzt nicht abwälzen von der Kirche, aber unsere Welt ist nun mal in vieler Hinsicht zwiespältig und böse. Es passiert viel Schlechtes. Mhm. In diesem Falle muss ein Priester, denke ich, eine ganz besondere Verantwortung entdecken. Mhm. An erster Stelle muss das Kind stehen, an zweiter Stelle die Frau. Und wir haben lange Jahrzehnte gehabt, bei den Katholiken, aber auch in Ehen anderswo, dass die Frau irgendwie abgeschoben wurde, es aushalten musste. Der Mann wollte groß herauskommen. Ne? Und wenn Sie erzählen, wie Sie es als Kind dann erfahren haben, das ist unmöglich. Das wird ja, eine Todsünde, wenn Sie es so hören wollen. Ne? Und umgekehrt eine Gnade, dass Sie kurz spüren. Noch Herr, kurz noch, Herr Karabin. Ganz kurz, ja? Ganz kurz. Ja. Ich möchte korrigieren. Nicht als erstes das Kind, nicht als erstes oder als zweites die Frau. Aha. Ich möchte sagen, als erstes das eigene Herz. Okay. Wir brauchen eine Kultur des weiten Herzens. Herr Caramsa? Io sono stato sconvolto da questo suo coming out. Also von Ihrem coming out wurde ich wirklich mitgerissen. Sie müssen das kommunizieren. Diese Geschichte, die so menschlich ist, aber wohinter natürlich auch das Böse steckt. Das Böse von uns in Menschen. Ich frage mich, inwiefern ist es vielleicht auch das Böse eines Systems, was lähmt, was Benehmensarten lähmt, als ich gelähmt war vor Angst. Als ich vom Gedanken gelähmt war, dass ich vielleicht abgelehnt werden würde. Ich meine, das ist das Maximum an Egoismus. Etwas Unerträgliches. Etwas, was wirklich die Tränen in die Augen schießen lässt. Ich muss sagen, ich frage mich, bis zu welchem Punkt kann eine Gesamtheit, eine Struktur, eine gesunde Sexualität ablehnen und einfach nicht überlegt, weil sie nur an bestimmten Normen festhält.
festhält. Und sie möchte, diese Norm, dass diese Normen nicht bekannt werden. Und wie kann ein solches System sich dann damit auseinandersetzen? Ne? Weil wir reden ständig über die 68er-Revolution. Ne? Die Kirche steht vor einer Revolution, meiner Meinung nach. Sie muss aber vorher vielleicht ein paar Handbücher nehmen und sich über die Menschheit informieren. Ein Wort. Über die, unsere Geschichten, die wir haben. Und uns dann in die Augen schauen. Ja, denn ansonsten gibt es einen Automatismus. Es gibt noch andere Meinungen als die Ihre. Aber noch einmal, also, aber noch mal das auf. Es gibt hier Menschen und die Kirche besteht aus Menschen. Verbindet uns, das ist furchtbar, was Sie erfahren haben. Und wenn solche Dinge passieren im Raum der Kirche, ist es besonders furchtbar. Sie wollen gerne der Revolutionär sein, der sagt, das System macht die Menschen krank und führt sie dazu. Nein, so einfach sehe ich das nicht. Trotzdem das ist eine das System Frage. Des System Menschen, das ist das System der Gesellschaft. Ich war 12 Jahre lang im Dienste dieses Systems. Ich war treuer Diener. Ne? Es gibt aber auch Deutsche, die ich heute um Vergebung bitten muss, denn ich funktionierte wie ein Automat in ein gewalttätiges System, denn es ist ein gewalttätiges System. Ach, die Feinde sind gewalttätig. Ja, einfach ist doch, dass man es gibt einfach nur hetero und homosexuell. Ja, jetzt trotzdem eine, jetzt möchte ich... Ja, es ist möglich. Eine Frage an Herrn Jaschke noch, um einige Begriffe aufzunehmen. Mhm. Gesellschaft haben Sie gesagt, Revolution haben Sie gesagt. Es gibt ja eine Lebenswirklichkeit, die sich ändert. Sie haben gesagt, es ist einiges im Fluss, es wird sich was bewegen. Aber man hat den Eindruck, die katholische Kirche ringt noch mit der Sexualmoral. Es gibt Leute, nicht nur Gläubige, die Probleme mit der Haltung haben, auch Vertreter der Kirche, die... Probleme damit haben, auch manchmal zum Schaden Dritter. Welche Relevanz hat die katholische Kirche, wenn sie nicht darauf Antworten findet und wirklich einen Schritt macht, der wieder überzeugt? Also ich habe ganz zu Anfang gesagt, ich glaube, dass die biblisch-christliche Sexualmoral vom Ansatz her eine sehr humane Moral ist, weil Sexualität etwas Gutes ist, vom Ansatz her. Weil Sexualität in Treue, Liebe und Verantwortung führt. Dass dieser Ansatz immer wieder auch verkehrt wird, das wissen wir. Aber ich kämpfe dafür, dass wir diesen Ansatz auch in seiner Reinheit und Schönheit immer noch entdecken. Sie können anderer Meinung sein, okay, aber Sie werden mir doch meine Meinung nicht nehmen wollen. Und weiter, Sie fragten mich, was wird sich ändern? Wir alle müssen uns immer neu ändern. Die katholische Kirche hat im letzten Jahr eine große Umfrage gemacht, weltweit in allen Kirchengemeinden, und hat sich vergewissert, wie halten es die Leute mit der Sexualität. Das wissen die Fachleute. Ne? Und das ist alles eingegangen in eine große Synode, in die Bischofssynode, in die Familiensynode. Wer das liest, der wird auch sagen, oui, das ist schon was. Aber Sie eine müssen doch das Ergebnis Menschen. Sagen. Ne? Sie ja. müssen doch das Ergebnis sagen. Das Ergebnis. Bitte. Das Ergebnis dieser Umfrage, ja. der weltweiten ja. Umfrage in Hunderten von ja. Diözesen, das waren nicht unter gemeinen Kommunisten oder irgendwelchen fiesen Atheisten, mhm. sondern das waren Menschen, die sich zur katholischen Kirche gehörig ja. fühlen. Und da war bei dem Punkt Sexualmoral oft weltweit gesehen etwa 90% der Befragten sagen, wir kennen die Sexualmoral der katholischen Kirche, aber wir halten uns nicht daran. Wenn Sie jetzt Papst Franziskus 1:1 gegenübergehen würden, was würden Sie sich erhoffen? Ja, meine Hoffnung ist, dass wir brauchen nicht nur Worte von Papst Franziskus, wir brauchen Studium für unsere Kirche. Wir brauchen eine neue Experience. Unsere Kirche muss anfangen, sich zu informieren über die menschliche Sexualität. In Wirklichkeit ist unsere Moral nicht so biblisch. Wir sind so was von weit weg von den Menschen. Wir haben menschliche Geschichten nicht in die Augen geschaut. Wir haben einen Automatismus in der Doktrin. Natürlich wäre es gut, dass jemand asexuell werden würde. Ne? Dann wäre es für die Kirche okay, aber das wäre der schlechteste Priester, den es gibt. Und in der Kirche sind es
gibt es jede Menge solcher Leute. Das sind nur Karriereleute. Sie nützen nichts, denn sie haben die wirkliche menschliche Dimension nie erreicht in seiner Gesamtheit. Und dazu gehört auch Sexualität zur menschlichen Dimension. Herr Karamsa, das Kreuz mit dem Sex, ich muss sagen, wir sind froh und finden es gut, dass diese Runde zustande gekommen ist. Dafür danke ich Ihnen. Genauso wie Ihnen, Herr Jaschke, genauso wie den anderen. Ich glaube, das eint uns hier erst einmal. Denn eins muss man sagen, und das haben die Geschichten gezeigt heute, geschwiegen wird schon zu oft. Deshalb nochmal danke hier an unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön. Thank you.